Also ich wünsche erstmal allen, dass sie einen ruhigen und guten, besinnlichen, fröhlichen Übergang in das Jahr 2023 gehabt haben. Und uns allen wünsche ich ein Jahr 2023, das in, ich glaube, jeder Hinsicht besser sein sollte als das Jahr 2022. Behindertenpolitisch muss man sagen, im Koalitionsvertrag sind ganz viele Projekte angelegt, die wir bisher nicht realisiert haben, aber wo wir jetzt eine Perspektive bekommen, wie es weitergehen kann. Es gibt Eckpunkte zum Thema Barrierefreiheit, es gibt einen Entwurf zum Thema inklusiver Arbeitsmarkt, wo konkrete Punkte angesprochen sind, die vierte Stufe Ausgleichsabgabe beispielsweise, eine Genehmigungsfiktion bei den Integrationsämtern und vieles mehr, was wir umsetzen können, was tatsächlich, glaube ich, auch einen Unterschied macht. Ich muss sagen, dass in diesem Entwurf es mich an einer Stelle wirklich pressiert, und das ist die Formulierung oder die Behauptung, dass Werkstätten Teil eines inklusiven Arbeitsmarktes seien. Das steht irgendwo nicht im Gesetzestext, sondern in der Begründung, aber ich halte das für vollständig falsch. Und ich hielt es auch für hochproblematisch, das da drin zu lassen, weil das jede Bewegung, die tatsächlich effektiv Veränderungen schafft, also einen Zugang zu inklusiven Beschäftigungsmöglichkeiten blockiert, weil das bedeutete ja, dass im Grunde genommen so, wie es ist, alles in Ordnung ist. Und das stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Wir haben im Moment eine Diskussion über die Frage Ausbildungsgarantie. Da steht auch im Koalitionsvertrag, ist aber da nicht inklusiv ausformuliert. Und das ist ein Punkt, an dem wir wirklich intensiv arbeiten wollen, dass tatsächlich alle Jugendlichen, jungen Menschen die Gelegenheit bekommen, im ersten Arbeitsmarkt auch wirklich eine Ausbildung zu absolvieren. Und dazu gehören insbesondere diejenigen Jugendlichen, die vielleicht vorher eine Förderschule besucht haben oder einfach eine, mit einer Behinderung ihr Berufsleben angehen. Da ist unheimlich viel Musik im Spiel. Da müssen wir mit den Kommunen, da müssen wir mit den Ländern ins Gespräch kommen. Da geht es nicht nur um eine einzelne Regelung, die wir dazu gestalten haben, sondern da brauchen wir wirklich ein Konzept, um an dieser Stelle die Potenziale junger Menschen auch nutzen zu können. Dann ist vor Weihnachten ist viel geredet worden über den Reha-Bereich, über die Frage, wie schaffen wir es, dass auch ältere Personen länger im Berufsleben bleiben können? Und da geht es nicht nur um diejenigen, die mit 63 in Rente gehen, sondern es geht um viele Menschen, die in der Erwerbsminderungsrente sich befinden, ja, die aber eigentlich auch andere Pläne haben mit ihrem Leben. Da geht es um die Koordination von Trägern untereinander. Da geht es darum, dass die Leute wirklich Angebote brauchen im Bereich der beruflichen Rehabilitation. Ja, Wege brauchen, die sozusagen Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen oder eben erhalten. Wenn wir das in 2023 auf den Weg bringen, neben anderen Themen, die von hoher Bedeutung sind, also ich habe den Bildungsbereich gerade angerissen mit Blick auf eine Ausbildungsgarantie, aber auch da muss der Bund natürlich Verantwortung übernehmen in einem föderalen System, dass die eine überzeugende Entwicklung eines inklusiven Schulsystems schwierig macht. Aber auch da glaube ich, wie gesagt, muss der Bund rein in die Verantwortung. Wir haben viel zu tun. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass uns viel gelingen wird. Und wir hoffen, dass der Krieg in der Ukraine zu Ende geht, dass wir tatsächlich die Kapazitäten, die wir dafür brauchen, auch freischaufeln können. Und ich finde, wir müssen das tun, denn Demokratie braucht Inklusion. Wir reden nicht über ein marginalisiertes oder ein Thema von wenigen innerhalb einer Gesellschaft, sondern wir reden über das Gelingen unserer Gesellschaft insgesamt. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr 2023. Ich hoffe sehr, dass Sie in den besinnlichen Tagen die Zeit hatten, Kraft zu tanken, Kraft aufzunehmen für die Herausforderungen, die in diesem Jahr 2023 anstehen. Das letzte Jahr war schon sehr herausfordernd und wir müssen die Herausforderungen annehmen, damit wir die Probleme, die der Ukraine-Krieg uns mitgebracht hat, dass wir diese lösen können.
Und da bin ich auch bei dem Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft. Die Inklusion muss weiter vorangetrieben werden. Und da ist eben auch meine Erwartungshaltung an die Bundesregierung, dass sie das, was sie im Koalitionsvertrag angekündigt hat, auch endlich beginnt, in die Tat umzusetzen. Ja, im Koalitionsvertrag stehen gute Themen drin. Sie sind allerdings auch weich und sehr schwammig formuliert, sodass sie noch viel Auslegungs- und Interpretationsspielraum haben. Aber wichtig ist, dass man die Themen angeht. Im letzten Jahr hat die Bundesregierung bzw. die Ampelkoalition keinen einzigen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, um dieses Thema zu debattieren. Wir als CDU-Fraktion waren die einzigen, die Themen gebracht haben und Anträge gebracht haben, damit man dieses Thema im Bundestag überhaupt diskutiert. Und da ist meine Erwartungshaltung an die Ampelkoalition, dass sie den Hebel umlegt, dass sie jetzt die Programme angeht, die Gesetzgebungsprozesse auf den Weg bringt, damit wir entsprechend bei den Themen Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft weiter vorankommen. Wir als CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion, werden an dieser Stelle weiterhin am Ball bleiben. Wir haben viele weitere Ideen, die wir einbringen wollen in den Gesetzgebungsprozess und in die parlamentarische Debatte. Und da freue ich mich auch auf den Austausch mit Ihnen. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Anregungen haben oder Themen loswerden möchten. Wir haben stets ein offenes Ohr für Sie. Ich wünsche Ihnen allen ein sehr schönes, ein erfolgreiches, ein Sie mit positiven Überraschungen segnendes 2023. Wir haben uns als Ampelkoalition in Berlin auch für das Jahr 2023 viel vorgenommen. Neben aktuellen Krisen wird es darum gehen, die wesentlichen Inhalte des Koalitionsvertrages gerade und auch im Bereich der Inklusionspolitik weiter voranzubringen. Wir hatten im letzten Jahr Vorbereitungen getroffen, sowohl bei den Assistenzhunden als auch bei der Barrierefreiheit. Im ersten Block des Jahres 2023 werden wir uns intensiv dem sogenannten inklusiven Arbeitsmarkt widmen. Dazu gehört die Einführung einer vierten Stufe der Ausgleichsabgabe. Dazu gehört die Konzentration der Mittel der Ausgleichsabgabe für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Wir flankieren das mit Entbürokratisierung, etwa dadurch, dass für Anträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung im Arbeitsmarkt Genehmigungsfiktionen entstehen, also vollständige Anträge automatisch als genehmigt gelten, wenn Behörden sie nicht schnell genug bearbeiten können. Und es gibt eine Vielzahl anderer Dinge, die auf der Agenda stehen. Ich hoffe dabei sehr auf Ihr Feedback, auf Ihre Unterstützung und wünsche uns allen ein gutes 2023.